Hallo, was machen Sachen? Ja, es gibt eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe ja mit Luna an einem Projekt gearbeitet, an einem Backrooms-Spiel. Und ja, es war jetzt echt eine Weile ruhig um das Projekt geworden. Wir hatten das pausiert. Wir hatten beide halt doch sehr viel zu tun. Es ist ein bisschen ja, in den Hintergrund gerückt. Aber wer jetzt auch vielleicht auf Twitch dabei war, hat gesehen, ich habe da fleißig weiter dran gearbeitet. Und das Spiel ist jetzt fertig. Also man kann die erste Version jetzt spielen. Es ist ein kleines Level nur, es ist nicht so groß vom Spielaufwand her, aber es ist halt das erste Spiel, was ich selber gemacht habe. Wie gesagt, wer auf Twitch dabei war, hat halt auch gesehen, wie ich Assets dafür erstellt habe, wie ich das Level erstellt habe, wie ich ein bisschen mit Blueprints programmiert habe und mich sehr geärgert habe, weil es nicht so klappt, wie ich das wollte. Aber ja, es war das erste Projekt. Ich habe mich neu mit Blueprints beschäftigt und ja, bin sehr stolz, dass ich was Funktionierendes geschafft habe. Und ja, wer Bock hat und sich das mal anschauen möchte, was wir da zusammengebastelt haben, ich habe unten in der Beschreibung einen Link für euch gepackt, der geht zu meiner itch.io-Seite. Ich hoffe, das sagt man so. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Egal, auf jeden Fall, es geht da unten zur Seite. Da könnt ihr das Spiel downloaden. Der Download an sich ist kostenlos. Ihr könnt eine Spende da lassen, wenn ihr das möchtet. Das müsst ihr aber nicht. Was mir viel, viel, viel mehr helfen würde, da das ja auch mein erstes Spiel ist, das ich jetzt erstellt habe, das fertig geworden ist und nicht nur eine Szene, wo man drin nur laufen kann, das ist halt tatsächlich Gameplay vorhanden, wäre mir Feedback halt viel, viel lieber, dass ihr ein bisschen schreibt, hat irgendwas nicht funktioniert, hat irgendwas funktioniert, das hat euch gefallen, das hat euch weniger gefallen, sowas in die Richtung. Falls ihr auch ein Let's Play hochladet, das streamt oder halt Videos macht etc., wäre es halt echt cool, wenn ihr mir den Link schicken würdet oder mich taggen würdet oder irgendwie darauf aufmerksam machen würdet, weil ich würde mir das gerne ansehen. Ich würde halt gerne gucken, wie ihr das Spiel findet, ob alles funktioniert, ob ihr vielleicht irgendwelche lustigen Fehler findet, irgendwelche Bugs oder Glitches oder sonst was. Man kann halt schnell mal übersehen und wie gesagt, mein SF sucht daran und ja, das würde ich echt cool finden. Und ja. Dann wünsche ich euch echt viel Spaß bei dem kleinen Spiel und hoffe, ich kann ein bisschen was von euch hören, wie das so angekommen ist. Noch kurz dazu zu sagen, das Spiel fungiert primär mehr als Demo. Es ist ein kleines, ja, Demo-Versuch. Wir haben mal geplant, dass wir das weiter ausbauen, dass es halt mehrere Levels gibt, mehrere Ebenen, weil die Backrooms bestehen ja auch aus sehr, sehr vielen Ebenen, dass man da ein paar mehr hinzufügen, eventuell eine Story. Soweit ist es noch nicht. Ist momentan, es sind es einfach erstmal so Sachen, damit sie funktionieren. Es sind ein paar Monster vorhanden, die euch jagen. Es gibt ein paar Triggers, also ein paar Events, die passieren. Und ihr müsst halt einfach den Ausgang finden. Es gibt halt auch keine große Story. Ihr landet einfach in den Backrooms und müsst einen Ausgang finden. Das ist so. Ja, erstmal die Idee. Eventuell bauen wir das weiter aus, müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt auch schon ein paar andere Ideen für Projekte. Da wollen wir mal schauen, was so sich ergibt. Deswegen wäre auch Feedback halt auch cool. Würde auch ein bisschen mehr motivieren, das vielleicht weiterzumachen, wenn es gefällt. Oder halt, wenn irgendwas nicht funktioniert, das halt dann für die neuen Projekte mit zu übernehmen und dann mal schauen, was es in Zukunft so geben wird. Auf jeden Fall wird es das ein oder andere Spiel dann geben. Wir sind dann halt am Arbeiten. Je nachdem, mal schauen. Ich habe ein paar Projekte geplant, die ich eventuell umsetze. Luna hat anscheinend auch was geplant. Vielleicht bauen wir auch an dem Projekt weiter. So 100% sind wir uns noch nicht sicher, wo wir jetzt halt wirklich weitermachen. Und ja, so viel nur kurz zur Info. Und für die Leute, die sich wundern, was da in der Seite gerade abgelaufen ist. Ich habe einfach ein paar Twitch Stream-Ausschnitte einfach mal hinten hingepackt in den Hintergrund, dass es ein bisschen ja, Atmosphäre gibt, ein bisschen was zu gucken, nicht nur mich. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.